Können wir dann direkt machen, wie immer, ne? Ja, ich mache mal die Begrüßung. Warte, hier übersteuert es ein bisschen. Was so geht. Eine Stadt, die niemals schläft. Wenn Holger und Frank unterwegs sind. In Blue Jeans und Chinos. Mit Coke, Pepsi und Oreos. Herzlich willkommen zum 5. Podcast Frankie Goes to Hollywood. Mit Frankie. Und mit Holgi. Jawohl. Wo sind wir hier, Frank? Wo hast du uns hinbestellt? Ja, wo sind wir hier? Wir haben mal wieder eine schöne Location ausgesucht, die wieder richtig schön laut ist, weil da die Fifth Avenue parallel zu uns läuft. Ja. Aber Hintergrund ist die Public Library, die sozusagen vor dem Bryant Park steht und auch ganz viele Filme, in ganz vielen Filmen als Kulisse verwendet wurde. Ah ja. Ja, die Public Library, die hat auch ein ganz besonderes Schmankerl innen drin. Und zwar für mich als alten Eisenbahnman. Die haben eine kleine Eisenbahn, mit denen die Bücher da verteilt werden. Echt? Also nicht eine Modelleisenbahn, sondern wirklich so ein Schienensystem, so ähnlich wie beim B&H, wie wir das gesehen haben, was da halt quasi die Bücher vom Lager nach oben bringt, wenn sie nicht on Display haben. Wow. Das ist sehenswert. Das ist ein schönes kleines Spektakel. Muss man vielleicht mal angucken. Ja. Ich glaube, da muss man sich so einen Ausweis besorgen. Den kriegt aber jeder, ne? Den kriegt jeder, genau. Kannst du dir. Ich weiß jetzt nicht, wie es zu Corona-Zeiten ist, aber da kommt man eigentlich rein. Ist halt eine Public Library. Ich muss mal fragen. Ich glaube, ein Arbeitskollege hat sogar so einen Ausweis, wie er den bekommen hat. Aber ich glaube, den kriegt jeder. Gut. Ja. Ja. Vielleicht schnell noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Erstens, heute ist der 18.11. Das Datum markiert den 11. Jahrestag für mich und meine Familie, hier in den USA zu sein. Und der Frank ist bestimmt so nett und linkt hier oben mal einen Podcast, den ich mit meiner Frau zusammen seit einem Jahr aufzeichne. Da könnt ihr euch so ein bisschen das Familienleben seit 10 Jahren anhören. Auf jeden Fall verlinke ich ihn. Oder dahin. Ich habe es endlich, aber ich musste auch erst mal kurz drüber nachdenken. Ja. Für alle Leute, die das jetzt auf Audio hören und uns gerne auf Video sehen wollen, das Ding wird auch auf YouTube hochgeladen, wie immer. Und ich werde unter Umständen auch immer die ein oder andere Einblendung von meinen Stories oder was ich alles so erlebt habe, dann einblenden, damit es einen kleinen Mehrwert hat und nicht nur, dass ihr in unsere Gesichter da reingucken müsst, nach 30 Minuten lang. Das stimmt. Übrigens, 18. November und heute sind 20 Grad gemeldet. Was ist denn hier mit dem Wetter los? Noch ist ja ein bisschen frisch, ne? Aber für 18. November, das 9 stimmt. Uhr morgens, ist es eigentlich warm, oder? Ja, aber du willst ja gleich auch noch ans Meer fahren, ne? Genau. Mit Badehose dabei? Ich werde nach Coney Island heute noch gehen, wenn der Holger gleich wieder arbeiten geht. Der hat nämlich jetzt gerade Pause. Und werde da einen kleinen Vlog machen und den gibt es dann auch auf YouTube. Da gibt es dann auch wieder vielleicht im nächsten Podcast ein paar Erfahrungen. Ja, das bringt uns dann direkt zum heutigen Podcast. Also wir haben keinen roten Faden, der sich heute durchzieht, aber es ist in den letzten 2 Wochen ziemlich viel passiert, zumindest auf Franks Seite. Und ja, da erinnern wir uns jetzt einfach mal gemeinsam dran. Gehen wir chronologisch rückwärts oder? Was interessiert dich am meisten? Ja, gestern natürlich. Du warst jetzt zum ersten Mal im Madison Square Garden ein Basketballspiel gucken. Ja, ich war im Madison Square Garden, die New York Knicks gucken, NBA. Und zwar Orlando Magic at New York Knicks. Das heißt so viel wie, dass die New York Knicks ein Heimspiel hatten und die Orlando Magic empfangen haben. Und das war eine echt interessante Experience, also wirklich eine schöne Erfahrung. Hat richtig Spaß gemacht. War gar nicht mal so teuer, wie ich gedacht habe, außer das Bier. Die Verköstigung. Da kommen wir gleich noch zu. Ich habe mir Karten besorgt über so ein E-Portal. Da gibt es verschiedene, also E-Seats oder Vivid Seats oder whatever. Da kann man sich dann die Karten holen, die kriegt man dann elektronisch auch geschickt. Im Idealfall hat man ein iPhone oder ein Android-Phone und kann das dann so in die Wallet reinschieben. Ja. Allerdings müsst ihr ein bisschen drauf achten, ich hatte so ein bisschen Probleme mit meiner Kreditkarte. Ich wollte mit der Kreditkarte zahlen, die ist erstmal nicht angenommen worden, weil ich da irgendwie nicht eine Adresse in den USA angegeben habe. Da muss man eventuell ein bisschen tricksen und dann die Adresse in Apple Pay oder in der Wallet oder so ändern und dann halt eine Postleitzahl von hier angeben. Ne? Ja, das Problem kommt mir bekannt vor. Ich weiß, dass wenn wir mal Besuch haben,
Und wir wohnen ja nun mal weit draußen auf dem Land und die möchten dann mit dem Zug in die Stadt fahren. Wenn die dann mit ihren deutschen Sparkassen-Kreditkarten an diesen Fahrkartenautomaten rangehen, dann will der eine Postleitzahl wissen. Und irgendwie kennt der die deutschen Postleitzahlen nicht und sie konnten damit irgendwie nicht einkaufen hier. Das scheint wahrscheinlich dasselbe gewesen zu sein. Ja, auch ne? PayPal, glaube ich, müsste man auch die Adresse ändern, hat auch der eine oder andere schon. Ja, das geht nicht. PayPal, ich habe auch zwei PayPal-Accounts, einen noch auf meiner mütterlichen Heimatadresse und einen hier, weil die sind nicht transferierbar, die PayPal-Accounts. Jetzt weiß ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich auch noch so einen Ticketschalter, aber das ist natürlich extrem, sagen wir mal, problematisch. Die müssen wir auch im Vorfeld, müssen wir zum Madison Square Garden, also speziell New York Knicks, müsst ihr euch auf jeden Fall dann auch die App vom Madison Square Garden runterladen, ja. Weil darüber bekommt ihr eigentlich das Ticket erst. Also ihr kauft dieses Ticket bei dieser Agentur, dann kriegt ihr eine E-Mail geschickt vom Madison Square Garden, müsst ihr euch da kurz registrieren und bekommt dann das Ticket elektronisch transferiert. Und das ist dann einfach so ein QR-Code, den zeigst du vor? Das ist in der Wallet drin und dann nicht mal ein QR-Code, sondern da ist so ein elektronisches NFC-Teil dran. Ne? Also hier für alle, die blende ich das jetzt mal ein im Podcast. Und ja, das hat dann eigentlich ohne Probleme funktioniert, mal abgesehen davon, dass dieser Madison Square Garden echt verdammt groß ist. Ne? Das ist ein Riesending, ja. Also ich kann ja mal sagen, ich bin mit der U-Bahn hingefahren, Penn Station steigt man da aus, weil die ist sozusagen fast mehr oder weniger unter Madison Square Garden. Ne? Ja. Und da ist auch schon die Hölle los. Und man sollte vielleicht vorher schon mal gucken, ob welchen Eingang man nehmen soll, weil wenn man einmal rumläuft, dann hat man auch einen Kilometer. Ja, oder den Anfang vom Event verpasst. Ne? Ja, aber ich bin natürlich echt früh da gewesen. Das braucht man jetzt nicht unbedingt. Die Pre-Show fängt dann, sagen wir mal, so eine halbe Stunde vorher an. Ne? Ja. Und die Amerikaner, die können schon was. Ne? Also ja, ich habe auf deinen Stories gesehen, da waren auch die Mädels am getanzt. War das die Pre-Show? Das war die Pre-Show. Ja. Das war gut, die waren auch natürlich in der Halbzeit und in den Viertelpausen zugange. Und dann haben sie noch so ein Content gemacht, Basketball. Wir haben meist viele Basketballkörbe hintereinander wirft, jedes Mal $100 und sowas. Und alles in allem war das echt stimmungsvoll und Nationalhymne natürlich vorm Spiel. Ne? Wer das vielleicht gucken will, geht einfach bei mir auf den Instagram-Account und da habe ich das als Story gehighlightet. Dann könnt ihr nochmal nachgucken. Und dann wollte ich mir ein Bier kaufen. Jetzt kommt's. Ja gut, als allererstes als guter Deutscher. Mit meinem Aussehen werde ich erstmal normal nicht nach dem Ausweis gefragt, wenn ich mir ein Bier kaufe. Aber du hast wieder eine Ganzgesichtsmaske getragen? Nee. Gar nicht mal. Es war alles sehr gut gelüftet da. Also erstmal Zugangskontrolle hier Covid-mäßig, erstmal ID, doppelt geimpft und so weiter und so fort. Dann war alles sehr gut gelüftet. Einige Leute haben Maske getragen. Ich habe immer Maske getragen, wenn viele Leute, wenn eine Crowd da war, eine Gruppe da war. Auf den Plätzen war alles sehr gut gelüftet, das ging eigentlich. Da konnte man die Maske dann auch mal runternehmen. Ja? Und die Stimmung war gut. Allerdings kommen wir zum Bier, genau. Bier gekauft, erstmal ID musste ich vorzeigen, ne, mit meinen zarten 58 Jahren. Und da sagte die Frau noch so ganz cool, you don't think that I sell you a beer without ID? Ja. Yeah. Ich sagte, oh Gott, ey. Ich bin Deutscher, ich bin da ein bisschen anders gewohnt. Ne? Und der Preis war dann das. Also ich hatte Frank ja schon vorgewarnt. Ich war ja mal zu einem Baseballspiel vor vielen Jahren und habe dann $11 für so eine dusselige amerikanische leichte Biersorte bezahlt. Aber das war nochmal eine Spur verschärfter hier. Ne? Das waren, ich habe extra kein Light geholt, sondern ein ganz normales Budweiser. Ja. Das eigentlich okay geschmeckt hat, fand ich jetzt. Ne? Wenn man mal so, kann man auch mal trinken, schön kalt. Allerdings muss man sagen, das Ding hat eine echt massive Größe gehabt. Also das war kein halber Liter. Nee, das sind 700 Milliliter. 0,75 oder 700 Milliliter. Ohne Quatsch, das hat fast das ganze Spiel gehalten. Ne? Da konnte man auch schön dran trinken. Also so gesehen ist es dann vielleicht wieder so ein bisschen relativiert, die 15. Ja, nun nenn mal den Preis. Die 15 Dollar. Ja, $15 für eine Dose Bier klingt erstmal ziemlich gewaltig, ne? Ja, also, wenn man aber natürlich überlegt, im Stadion in Deutschland ist auch alles nicht so günstig, aber natürlich $15 ist natürlich, hört sich viel an, aber bei 0,7 Liter Bier, sagen wir mal, wir teilen es auf kleine Bier auf, dann sind das 3,5 Liter. Ja, was kostet denn so ein Kölsch, 0,2 Liter Kölsch, was kostet das? 2 Euro heutzutage? Ja, mittlerweile glaube ich auch 2,50 oder so. Und wenn du im Stadion kaufst, dann bist du auch bei 3 Euro. So, da sind wir also bei 3 Kölsch, sind 6 Euro, das ist immer noch teuer. Immer noch teuer, aber umgerechnet
Dollarkurs in Euro sind wir bei 12,50 Euro. Naja, aber es war teuer. Ja, also, ja, es war teuer. Und vor allem für dieses Amerikaner, also Budweiser. Wenn ich Budweiser trinken muss, ziehe ich ja immer das Blaue vor, das Bud Light. Von dem Roten kriege ich es rundbrennen. Ja gut, und dann, wie gesagt, sehr schönes Spiel, sehr spannendes Spiel. Leider haben die nichts verloren. Jetzt bin ich aber auch... Wirklich? Ja, die haben verloren. Oh. Ich bin auch jetzt kein Fan von irgendeiner NBA-Mannschaft. Ist natürlich immer schön, wenn die Heimmannschaft gewinnt für die Stimmung. Allerdings war die Stimmung schon super. Und die Amerikaner, müssen wir ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn der FC Köln so verloren hätte wie die, weil die waren echt dilettantisch am Ende, weil die hätten eigentlich wieder noch gewinnen können. Es war echt knapp und spannend und hin und her, und dann haben sie wirklich so ein paar total leichte Ballverluste gehabt. Ja, die regen sich mal kurz auf, die Amerikaner, beißen ihr Stück Pizza rein. Ja. Übrigens auch, du kannst da wirklich alles kaufen und essen. Und vor mir war so ein Pärchen gewesen, hat vor mir gesessen. Ich weiß nicht, was die so innerhalb von dem ganzen Spiel da verzehrt haben. Aber das waren hundertprozentig 2.500 Kalorien. Da war alles mit dabei. Da war mit dabei Chicken Wings, Cheese Sticks, Pizza Slices. Und der Apparat hatte noch einen, der Mann hatte noch einen Burger gehabt. Und zwei richtig schöne fette Cola. Also ich hoffe mal, dass die zu Fuß nach Hause gegangen sind. Ja, aber es war bestimmt auch eine Cola Light, ne? Ganz bestimmt. Und ja, wie gesagt. Hast du auch was gegessen? Ich habe nichts gegessen, nee. Weil ich hatte vorher gegessen und das Bier war mir die Nahrung genug. Ja. Ich habe mir danach dann noch auf dem Rückweg was gegönnt, so einen kleinen Hotdog. Ja. War an der Straße gekauft? An der Straße mal gekauft. War okay, aber auch nichts Spektakuläres, muss man ganz klar sagen. Ja, auch wie gerade habe ich mir eben schön hier ein Croissant hinten im Bryant Park geholt. Ja, auch 3 Euro. Ja, ich hatte heute Morgen schon im Zug Frühstück. Ich bin schon bedient für den Tag. Ja, das war alles im Allen echt gut gelaufen. Danach war natürlich richtig Alarm, ne? Also in der U-Bahn. Und deshalb bin ich auch nicht mit der U-Bahn heimgefahren. Da waren wieder Citybikes direkt davor. Ja. Bin ich schön mit dem Citybike über den Times Square. Hat irgendwie was. Ne? Also du fährst einfach abends um 22:30 durch New York mit dem Fahrrad. Ja. Fährst über den Times Square. Da habe ich noch mal kurz angehalten, habe noch mal so ein bisschen die Stimmung aufgesogen. Dann nach Hause gefahren und hatte einen echt schönen Abend gehabt. Hat man gesagt, was das Ticket gekostet hat? Nee, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja. Genau. Der Platz war ja ziemlich weit oben. Das war jetzt nicht das schlechteste Ticket. Das war irgendwie so in der Mitte, sage ich mal, in der Mitte oben gewesen. Man kann aber von da überall gut sehen, muss man ganz klar sagen. Also ist schon ein bisschen kleiner, weil du so überhalb drüber bist. Ich habe jetzt bezahlt $48. Das ist ja günstig. Ja, im Ernst. Das ist wirklich vollkommen in Ordnung. Wenn ich jetzt nochmal 50 draufgelegt hätte, wäre ich nochmal einen Rang runtergekommen. Und ich glaube, wenn du nur zum Urlaub hier bist und willst das einmal in deinem Leben machen, dann hol dir, dann investier die $100. Sage ich jetzt einfach mal, ne? Ja. Weil dann bist du noch ein bisschen näher dran, wobei die Stimmung war. Ja, aber ich kenne das ja, also wo wir gerade beim Madison Square Garden sind, da spielt ja auch mein Lieblingspianist aus New York. Billy Joel hat da ein Franchise, der spielt jeden Monat ein Konzert. Ja. Und da will ich eigentlich auch mit meiner Familie mal noch hingehen. Aber die Ticketpreise, da geht es halt auf den billigen Rängen oder auf den günstigen Rängen oben. Es geht immer dreistellig los. Ja, ja. Und wenn du da einen anständigen Platz haben willst, bist du mal gut $300 pro Nase los. Und das Problem bei Konzerten ist ja, da hast du quasi an einem Spielfeldende steht die Bühne. Ja. Und du musst halt sehen, dass du, die verkaufen auch die Plätze hinter der Bühne tatsächlich. Ja, ja. Da muss man aufpassen, wo man da sitzt. Und bei einem Sportspiel, da findet ja alles auf dem gesamten Sportfeld statt. Da ist es egal, wo du sitzt. Und ne? Leute, überall, also erstmal hängt über diesem Madison Square Garden, über dem Spielfeld, so eine riesige Rundum-Videoleinwand. Du kannst ja da mal die Szenen im Nachhinein dir nochmal in Zeitlupe angucken. Da sind Statistiken drauf. Bei mir oben war dann auch nochmal eine Videoleinwand. Also, wenn du wirklich nichts siehst, aber du siehst eigentlich doch ganz gut. Ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert, das geht. Und die Stimmung ist überall gut. Ne? Ja. Und dann schießen sie in der Halbzeit oder in den Viertelpausen, schießen sie so T-Shirts mit so T-Shirt-Kanonen, schießen sie ins Publikum. Da sitzt man natürlich oben, ganz oben ein bisschen, nicht ganz ja, okay, so ideal. So da kommt der ab und an, kommt mal einer an, aber da muss man vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte gehen. Ja, sonst hat das übliche Franchise da, beziehungsweise der ganze Merch-Kram, du kannst da Trikots kaufen. Aber die Leute sind eigentlich ganz gut drauf, fluchen ab und zu mal ein bisschen. Aber gut, kann ich verstehen. Die haben echt nicht so gut gespielt, fand ich. Am Ende war es richtig spannend, weil es eng war, und dann haben sie nachher mit 6
Punkten verloren. Ja. War ein bisschen überraschend, weil Orlando Magic ziemlich unten in der Tabelle steht und die Knicks eigentlich mit nur ein bisschen im oberen Drittel. Und in der Pre-Game-Show, die habe ich dann auf dem Fernseher zu Hause geguckt, waren auch die Kommentatoren ziemlich kritisch gewesen. Und die haben echt nicht gut gespielt, haben viele Ballverluste gehabt. Aber es war eine super Experience. Also das hat echt Spaß gemacht. Das ist die Hauptsache, ne? Jedem empfehlen. Und ich glaube mal, dass NBA so das Interessanteste ist, vielleicht mit Eishockey noch, ne? Ja, wird hier Eishockey gespielt? Ja, in Madison Square Garden, da spielen ja auch die New York Islanders, glaube ich. Ja, wie eben schon mal kurz angedeutet, ich hatte ja das Vergnügen, mal ein Baseballspiel zu gucken. Das waren die New York Mets, das ist das Stadion, was in Richtung Flughafen ist. Aber das war auch, ich weiß es nicht, dieses Spiel, das zieht sich so lange hin. Das ist irgendwie keine Freude. Da kommt auch keine Stimmung auf, weil die Leute sind nur am Rumlaufen und gehen auf Klo oder holen sich ein neues Bier und einen Hotdog. Da sitzen sie mal wieder 5 Minuten. Das ist irgendwie so zerrissen, dieses Spiel. Das macht keinen Spaß. Ja. Also das war eine schöne Experience. Und das ist eigentlich was, wenn man eine Woche vielleicht, hier sind ja, also die Spiele jetzt in der Hauptsaison sind ja fast jeden Tag hier. Ja. Wir haben ja geguckt, du kannst natürlich auch die Brooklyn Nets gucken. Werde ich mir auch noch angucken in der, wie heißt die, Barclays Center in Brooklyn. Ah, ja. Das soll auch ganz nett sein. Das werde ich mir auch mal antun und werde euch natürlich hier in den Podcast davon berichten. Das wird aber ähnlich sein. Da ist einiges geboten und ich denke mal, wenn man hier ist und die Saison läuft, kann man sich das mal so abends auf den Plan schreiben. Ja, im Madison Square Garden war ich bisher einmal ein Event gucken und zwar, da war Sesamstraße live. Das war vor 10 Jahren oder so, als wir angekommen sind. Da haben wir auch noch relativ viel in der Stadt gemacht. Und da waren wir mal, das war glaube ich, wie hieß das? Elmo und der grüne Daumen oder Elmos grüner Daumen. Das war mein Madison Square Garden Erlebnis. Ja, Madison Square Garden ist schon beeindruckend. Also das sieht schon gut aus. Ne? Da muss man auch dann mal ein Selfie machen, was ich eigentlich eher selten mache. Und ich könnte mir gut vorstellen, so ein Boxkampf da im Madison Square Garden, das war richtig so früher. Ne? Da war ja da war richtig was gebracht. Aber gut, das war schön. Und was haben wir als nächstes dann auf dem Plan stehen? Was hast du noch so unternommen, was Geld gekostet hat? Vielleicht, du warst auf dem Top of the Rock. Ah, ich war auf dem Top of the Rock. Wobei wir da natürlich mal eine extra Podcast-Folge machen. Über die ganzen Hochhäuser. Über die ganzen Aussichtsplattformen so mal durchhaben. Kann ich auch zwischendurch erstmal ein paar Bilder von Top of the Rock einblenden. Ich habe mir gedacht, und ich glaube, das war gar nicht so unintelligent, sage ich jetzt mal. Würde ich mir mal auf die Schulter klopfen. Rechts und links. Die ganzen neuen Dinger sind jetzt vielleicht ein bisschen überlaufen und Top of the Rock ist ja schon ein bisschen etablierter und ich habe natürlich vorher gesagt, ich möchte da oben ganz gemütlich und in Ruhe ein bisschen fotografieren und Top of the Rock hat halt in der obersten Ebene hat keine Scheiben. Ne? Das ist positiv und auch negativ, wenn es richtig windet, kannst du da oben nicht stehen, aber ich hatte Glück, ich hatte wieder so einen lauen, keine Ahnung, Novemberabend. Lauen Herbstabend. Ja, das ist Wahnsinn, das Wetter hier. Und bin dann da hoch, das war vollkommen unproblematisch. Ich habe es online gebucht, da gibt es auch eine App von Top of the Rock, kann man aber einfach über die Website buchen. $40. Ne? Genauso viel wie dein Baseballspiel, Basketballspiel. Ja, sogar noch ein bisschen günstiger. Schön, bin dann, habe sozusagen dann noch einen $10 Sunset-Aufschlag bekommen. Das ist halt so, wenn die Sonne untergeht, ist natürlich da ein bisschen mehr frequentiert. Und bin dann um 3:45 nachmittags da gewesen, hatte um 4 Uhr die Zeit und konnte dann auch hoch und konnte so lange bleiben, wie ich wollte. Ja. Ne? Also, und das war da oben wirklich ein bisschen schon magisch, muss man sagen, wenn ich das mal so sagen darf. Die Leute waren ruhig, also da war nicht ein Rumgekeifer wie hier auf der Straße oder so, sondern die Leute waren ruhig, haben einfach diese Stimmung genossen und zwar diese Sonnenuntergangsstimmung Golden Hour in den Norden rüber, in den Central Park und dann halt in den Süden und Westen rüber nach New Jersey, wo dann die Sonne so über, nicht idealerweise dann über Downtown Manhattan untergegangen ist, aber das ist halt nun mal Süden da unten, deswegen, da geht die Sonne halt nicht unter. Im Westen über New Jersey ist untergegangen, aber ich habe da einen super Blick aufs Empire State Building. Ja, und du hast ja auch ein Bild, da ist das neue One World drauf und das Empire. Mhm. Und dann dieser, der Himmel sieht ja aus, als wäre der nachkoloriert. Das wird jetzt eingeblendet, Leute.
Das ist auch, da war ich auch sowas von begeistert, ja. wie ich das Bild dann bearbeitet habe. Da musste ich gar nicht allzu viel machen. Ne? Nee, das ist toll. Einfach toll, ja. Und die Farben vom Empire State Building waren übrigens an dem Abend, französisch. Französische Flagge? Französische Flagge, weil, keine Ahnung, so eine French Company hat das halt gekauft. Du kannst halt das wirklich kaufen. Die Farben des Empire State Buildings, entweder machen sie es natürlich von sich aus, wenn zum Beispiel, wenn Pink ist irgendwie Breast Cancer Awareness Monat oder was. Oder ich glaube beim Fall der Mauer haben sie es dann Schwarz-Rot-Gold gemacht. Oder wenn da solche speziellen Sachen passieren, wo man dann halt mal dran erinnern könnte. Und also wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall und es ist vielleicht so ein Geheimtipp, wenn jetzt die Touristen wieder kommen, die dann auf die ganzen neuen Dinger da packen, da werden wir natürlich auch drauf gehen, da werde ich mir natürlich alles angucken. Da oben hat man wirklich Möglichkeiten zu fotografieren, da kann man halt so ein Mini-Tripod oben auf die Reling draufstellen und kann man auch Langzeitbelichtungen machen. Da gibt es ein Video drüber, Leute, und ich glaube, das lohnt sich nicht anzugucken. Ja, ich rate das auch jedem Besucher, der hier immer herkommt. Wenn sie mich fragen, soll ich lieber aufs Empire oder wo soll ich hoch? Und dann sage ich, das Empire ist ein wunderschönes Haus, das Empire State Building. Ja. Aber da hast du nichts von, wenn du oben drauf stehst. Ne? Es ist nur, wenn du, wie heißt der Film nochmal? Schlaflos in Seattle. Sleepless in Seattle, genau. Wenn man da den Originalschauplatz besuchen will, dann muss man halt hoch. Aber ansonsten, ich würde immer aufs Rockefeller hochgehen, wegen dem Blick. Und man hat halt den Blick nach Süden auf das Empire und nach Norden auf den Central Park. Das ist einfach die wertvollere Investition. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, man muss dann schon Zeit investieren, will man den gesamten Sonnenuntergang mit Abendstimmung haben, ist man schon 2,5 Stunden oben. Ja. Aber das lohnt sich, Leute, es lohnt sich. Ihr macht das nie wieder, wenn ihr New York so seht, wenn dann langsam die Lichter angehen. Also wie gesagt, ich hatte eine Gänsehaut nach der anderen, ohne Quatsch. Und habe dann auch, ich glaube, 500 Fotos gemacht. Natürlich unheimlich viele gleiche Fotos. Idealerweise bringt ihr vielleicht auch vielleicht ein Tele mit, weil dann könnt ihr noch mehr so Richtung One World Trade Center gehen. Aber das ist schon maximal da oben, um das mal so auszudrücken. Lohnt sich auf jeden Fall. Werden wir aber noch mal eine extra Folge machen, wo wir dann auch alles über alle Hochhäuser besprechen. Es wird aber über jedes Hochhaus auch ein Video geben. Da ganz garantiere bestimmt, ich euch für. Und die $40 sind gut angelegt, beziehungsweise $50 mit dem Sunset-Zuschlag. Ne? Also das passt. Und Übers One World gibt es bei mir schon ein Video. Machen wir mal einen Link hier oben hin und natürlich auch in der Beschreibung vom Podcast. Das könnt ihr euch angucken, wie es da oben aussieht. Ja. Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ach ja, zum Rock. Ja. Ich weiß nicht, früher, als auch alles besser war, gab es da auch Jahresmitgliedschaften. Also wir hatten für ein Jahr lang mal eine Mitgliedschaft beim Top of the Rock. Die hat auch für uns Familie, die hat nur $200 gekostet. Das war überhaupt nicht teuer, aber ich konnte ein ganzes Jahr lang, so oft ich wollte, da hochgehen. Ich habe leider nichts gefunden, ich habe nochmal nachgeguckt. Auf der Webseite wird nichts angeboten. Man müsste mal vor Ort fragen. Also auf der Webseite habe ich nichts gefunden. Weil das hätte ich, wenn ich hier gewesen wäre, wahrscheinlich sogar gemacht, als Fotograf, weil dann wäre ich auch mal bei schlechtem Wetter hoch. Ne? Aber wer will ja beim schlechten Wetter hoch? Ne? Ja, klar. Es gibt sogar so eine Policy, dass du bei schlechtem Wetter dein Ticket auf einen anderen Tag verlegen kannst. Ja, das gibt's. Finde ich eigentlich ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also wenn es jetzt wirklich dann oben am Regnen ist und am Stürmen, macht es ja wirklich keinen Sinn. Vielleicht noch zu Top of the Rock. Ich habe jetzt nur von der oberen Plattform gesprochen. Die unteren Plattformen sind natürlich auch sehr schön. Wenn man da jetzt einfach nur mit dem Smartphone unterwegs ist, dann ist das eigentlich sehr schön. Man kann da sitzen, man kann durch die Scheiben durchfotografieren. Ja, da gibt es auch so Spalten. Ne? Gibt so kleine Spalten, wo man das Smartphone mal durchhalten kann. Man ist halt ein bisschen geschützter und wenn man nur gucken will, ist das da auch gut. Es gibt einen Merch-Shop da oben, ne? Da kann man sich dann noch ein T-Shirt holen oder so. Ja, Shops, die müssen einfach sein. Ne? Sonst wobei, da ist jetzt nichts Spezielles oder so. Ne? Es gibt keine Bar da oben, also es gibt keinen Kaffee oder Bar, das gibt es wohl auf anderen Dingern. Aber das war auch nicht notwendig, war einfach herrlich. Also kann ich euch empfehlen. Ja, unbedingt. So, mal kurz auf die Uhr gucken. Wir sind schon bei 23 Minuten. Wir könnten noch ein Thema durchsprechen. Ja, dann nehmen wir doch vielleicht das, was ich am Wochenende abends unternommen habe. Ach hier, da in Brooklyn. Ja, die mobile Sauna. So, nur erzähl mal. Ich guck mal, wir haben hier noch eine ganze Menge Themen drauf. Die verschieben wir dann aufs nächste Mal. Also, ich war am Wochenende mal auf Jück sozusagen. Auf Jück.
mal, ich habe gedacht, mein Gott, ey, ich muss mal auch mal abends mal weg oder sowas. Ne? Ein Bekannter hat mich eingeladen, beziehungsweise hat mir gesagt, pass auf, komm doch mal rüber nach Long Island City. Da gibt es noch ein paar Brauereien und dann machen wir eine kleine schöne Brauereitour. Und gehen so ein bisschen von Brauerei zu Brauerei und am Ende machen wir noch ein schönes Rooftop. Ne? Ja. Mit, auf die City. Ne? Und habe ich gesagt, ja prima, geil, mache ich, ist super. Habe mich dann auch fertig gemacht. An dem Tag war gerade der Tag, wo ein paar Tornados über Long Island drüber geballert sind. Und ich hatte schon zu Hause gesessen, gucke aus dem Fenster und sagte, boah, ich muss ja dann zur Fähre rüber. Ne? Das ist eigentlich total einfach von Manhattan. 34. Straße, Fähre rüber nach Long Island, City. Dauert 5 Minuten, kostet ja. $2.75. Allerdings muss ich erstmal zur Fähre kommen. Das sind zu Fuß ungefähr 1 Kilometer. Ich bin dann mit dem Fahrrad gefahren und habe mal auf die Wetter-App geguckt und bin mehr oder weniger so vor dem Gewitter so mit dem Fahrrad da runtergepäst, klitschnass geschwitzt, kam aber noch im Trocknen an und bin dann auf die Fähre drauf und dann ging die Welt unter, kann ich dir sagen. Ja. Ich blende mal, ich habe auch Bilder hier. Das war bei uns auch. Ich blende mal kurz ein, storymäßig und so an der Seite oder irgendwo, ich blende es halt jetzt ein. Und das hat aber dann verhältnismäßig mir schnell wieder aufgehört zu regnen. Wir haben uns getroffen drüben in Long Island City und waren dann ja, von einer Brauerei in die andere. Ich glaube insgesamt waren es 3 oder 4 Brauereien. Ja? Da brauchst du eigentlich nur die Karten-App aufzumachen, um nach ja. Brauereien zu suchen. Dann hast du die alle da hintereinander. Ich will die jetzt gar nicht benennen. Queens Brauerei in der Garage. Weißt du, kommst um die Ecke, da ist eine Garage. Da gehen die Leute rein und da ist eine Brauerei drin. So ein paar Kessel und sowas, wirklich coole, coole Locations. Überall wird der Vaccination Pass verlangt ja. und auch mit ID. Ne? Das ist nicht einfach so, ich gehe mal rein und trinke Bier oder sowas. Die machen das richtig hier, muss man ganz klar ja. sagen. Und da kamen wir zur ersten Location. Wir haben 5 Grad, leichter Regen, kalt. Dann stehen da in der Schlange zur Brauerei oder was, die zweite, ist auch egal. Die Queens Brauerei war es, glaube ich. Ich habe, glaube ich, auch ein Bild gemacht. Dann stehen da so ein paar Leute mit Bademantel und Adiletten. Nasse Haare, Bademantel, Adiletten, nasse Haare. Also, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Auch meine Begleitung ja. hat gesagt, habe ich so jetzt noch nicht in New York gesehen. Oh, oh. Glaub, die Leute gehen schon hier morgens mit dem Bademantel und mit dem Hund spazieren. Das machen die schon. Also die gehen ja mit dem Schlafanzug. Ja, ja klar, also im Walmart regelmäßig hast du Leute im Schlafanzug. Die gehen mit dem Schlafanzug auch sich einen Bagel holen und gehen dann wieder nach Hause. Na egal, auf jeden Fall haben wir sie dann angesprochen und er sprach uns mit so ein bisschen Englisch, mit so ein bisschen skandinavischen Dialekt an. Und dann haben wir schon gedacht, hör mal, ist denn hier irgendwo eine Sauna um die Ecke oder sowas? Ja, dass ihr euch einfach ein Bier holt für die Sauna. Ich weiß ja nicht, ob es da wahrscheinlich gibt es da keine Lizenz da in der ja, Sauna ja, oder ja, sowas. Ja, ja. Und dann haben wir mit ihm gesprochen. Er sagte, nee, ich bin der Chef von so einem neuen, der CEO von so einem Mobile Sauna Truck. Da habe ich gesagt, ja, nicht im Ernst, oder? Und dann hat er gezeigt, da an der Ecke stand so ein roter Transporter, so ein ja, normaler, so ein Fiat Ducato oder sowas, ne? Ja. Der oben raus am Qualmen war. Man hat auch so ein bisschen gerochen, so wirklich dieses Fichtenholz da, dieses Holz. Und das hat, ja, da ist eine Sauna drin und wir fahren immer, das ist unser mein Business, wir fahren durch New York und machen Saunagänge und halten auch schon mal an der Brauerei an und holen uns ein Bier. Ja, die Elektrolyte müssen nachgefüllt werden, ja, das ist ganz wichtig. Ne? Habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wie geil ist das denn? Da kam noch ja. ein Amerikaner dazu, der auch gefragt hat und der immer nach, der hat gesagt, ja, ich suche immer so ausgefallene Sachen, ich promote sowas auch. Und dann kamen die schon ins Gespräch, haben ihre Karten ausgetauscht. Hast du nicht gesagt, da machst du mal einen Vlog drüber, damit du mal in die Sauna gehen kannst? Ah, ich weiß nicht. Eventuell. Der Amerikaner geht ja auch mit Badehose in die Sauna. Also man muss sich nicht in seiner ganzen Pracht zeigen hier. Wobei ich das Unsinn finde. Ich bin auch nicht so der Saunagänger. Ja. Also bin ich jetzt nicht so. Na, auf jeden Fall, das war lustig. Okay, und ja, von den Brauereien kann ich nur sagen, die haben echt viele verschiedene Biersorten, aber auch echt. Da muss ich mal hin in die Brauerei. Echte, ja, das machen wir mal. Da musst du dann mal abends kommen. Ja. Ja, aber sag mal so, idealerweise haben wir das jetzt so gemacht, dass wir nachmittags angefangen haben, 15 Uhr, 16 Uhr, und ich dann die letzte Fähre rüber wieder gekriegt habe. Ja, eine gute Zeit. Die letzte Fähre rüber ging um 10 nach Manhattan und dann war es ja. gut. Dann brauchte ich also kein Uber oder ein Taxi zu holen. Und wir sind dann wirklich von Brauerei zu Brauerei gezogen. Ich blende vielleicht mal der ein oder andere Bild ein.
Und die Biere waren also ziemlich hochprozentig. Ja, ja, also, ist auch von Brauerei zu Brauerei schmecken die ja auch irgendwann, ist egal, dann trinkst du einfach nur noch. Ne? Ja, ja, also die waren verhältnismäßig hochprozentig und ich habe dann einfach bestellt. Ja. Einfach mal, was mir so vom Namen her gefallen hat. Don't book a judge by his cover, oder wie war das? Waren aber keine Ausfälle dabei, hat lecker geschmeckt. Ja. Aber war natürlich auch, die waren auch gehaltvoll, man hat sie dann auch irgendwie gespürt. Ne? Ja. Und am Ende des Tages habe ich gesagt, jetzt müssen wir auch mal was essen gehen. Ne? Und dann gab's? Und dann sind wir Sushi essen gegangen, oh. ganz hervorragend. Passt das zu Bier, Sushi? Ja, egal. Egal. Ja, es passt zu Bier, weil wir haben nämlich in dem Sushi-Laden auch ein schönes Sapporo getrunken, ein schönes japanisches Bier. Ah, okay. Und der Laden heißt Daihachi Sushi, gibt es bei mir übrigens direkt um die Ecke auch einen, sehr gut, werde ich mit der irischen Lady hingehen. Und gibt es über in Long Island City, kann ich nur empfehlen. Und wenn wir jetzt vom Preis reden, wir haben mit zwei Personen richtig gut Sushi gegessen, richtig hochwertig, mit Thunfisch und allem drum und dran, richtig toll. Und mit dem Bier zusammen haben wir dann bezahlt, ich glaube $100, also heißt pro Person. Für zwei Leute. Für zwei Leute mit Tipp und allem drum und dran. Ja. Und sagen wir mal, da muss man schon sagen, das war es fast wert, muss man sagen, ja, die bestimmt. Qualität. Klar, $50 pro Person, aber das sind $50, sind 45 Euro. Wenn du so richtig geil Sushi isst, und ich muss sagen, das war eins von den besseren oder fast beste Sushi, was ich gegessen habe, war schon klasse. Ja, war schön. So ein schöner Ladyboy hinter der Theke. Ja, war ja auch schön. War japanischer auch. Ladyboy, der uns bedient hat. Und so aber echt super netter Laden und auch sehr gut frequentiert. Und dann merken wir auch schon, dass das gut ist. Also das wäre ein guter Tipp für Leute, die gern Sushi essen wollen hier. Okay, das ist ja schön. Genau, wir haben insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 Brauereien gemacht. Ich habe schon wieder vergessen. Ja, das passiert. Die Tour werde ich mit Holger aber mal machen. Dann werden wir die vielleicht vlogmäßig begleiten. Dann machen wir mal einen Livestream von da. Ja, mal schauen. Livestream vielleicht nicht, aber vlogmäßig begleiten. Ja. Und bevor mein Croissant hier weggeht, Moment. Zum Abschluss waren wir dann noch in einer Rooftop-Bar. Und zwar in Brooklyn. Wir sind dann im Grunde genommen von Long Island City über so eine Brücke, Pulaski Bridge, gibt's die, ja? Nee, also nicht über den East River. Nee, nicht über den East River, über so eine Einkerbung. Ach so, ja, das kenne ich nicht. Pulaski Brücke, und dann kamen wir auch in Brooklyn durch ein Viertel, wo so ziemlich alles polisch oder polnisch war. Ja. Ja. Und dann sind wir runter zum Fähranleger und da war dann noch eine Rooftop-Bar, Westlight nennt sie sich. Ich kann das ja mal unten verlinken hier bei dem Video. Ne? Mhm. Und Westlight, auch ein echter Geheimtipp, würde ich sagen, weil wenn du hier in Manhattan in der Rooftop-Bar gehst, nett, dann hast du Manhattan, aber da hast du den Blick auf Manhattan. Und es war jetzt kalt, wir haben jetzt drinnen gesessen, meine Bekleidung hat den Manager gekannt. Ja. Weil eigentlich wären wir unten, glaube ich, erstmal gar nicht reingekommen, wir hätten da reservieren müssen, also Leute reserviert. Ne? Und der hat mir dann mal oben das Rooftop gezeigt und da kann man super sitzen im Sommer. Ne? Also wirklich gut. Aber das sollte man auf jeden Fall reservieren, wenn man den Manager nicht kennt. Ne? Ja. Ja, Vitamin B ist immer gut. Ne? Wir hatten zwei Cocktails und da ja die Leute immer über die Preise informiert werden wollen, haben die Cocktails beide zusammen $40 gekostet mit Trinkgeld. Ne? Was war es denn? Mehr als ein Shot? Oder? Ich hatte irgendwas mit Whisky. Ja, ich weiß es gar nicht. Also normalerweise kosten die Single-Shot-Cocktails so um die $10, $12. Ja. Nee, das war schon ein Dreier, glaube ich. Oh, okay. Ja, dann wirkt er ja aber auch entsprechend. Ne? Ja, die haben auch lecker. Die waren auch lecker. Ja. Hat schon gut geschmeckt. Und auch da sage ich jetzt mal, man gönnt man sich nun mal. Ja, eben. Macht man nicht jeden Tag. ihr merkt schon, gegenüber dem ersten Podcast hat der Frankie schon, hat er sich schon ein bisschen ans Preisniveau hier gewöhnt und regt sich nur noch wenig auf. Man muss da mitfließen, ne? Sonst verpasst man auch so ein bisschen was. Ja. Ja, und speaking of Abschluss, wir haben die halbe Stunde voll gemacht. Dann würde ich sagen, haben wir schon eine halbe Stunde. Halbe Stunde sind wir schon dabei. Ja, dann machen wir die ganzen anderen, die verteilen wir woanders und dann machen wir jetzt hier einfach den Deckel zu. Ja. Freuen uns, dass ihr wieder da wart, zugeschaut habt, zugehört habt. Und was gibt's als nächstes für Videos zu sehen von dir? Was gibt's bei mir als nächstes für Videos, die wahrscheinlich schon gesehen wurden? Also jetzt am Samstag kommt was von Ground Zero. Ja. Kann ich euch nur empfehlen.
Ground Zero und dann habe ich ein Review über die Insta 360 Go 2 endlich mal, und zwar aber so ein richtig so ein Praxis-Review nach 2,5 Monaten Nutzung. Dann kommt ein schönes Central Park. Ach, Central Park kommt noch? Central Park, ja. Central Park Herbstvideo mit Fotowalk und Film. Das wird ein schönes Video, glaube ich. Aber das wird auch ein echtes Projekt zum Schneiden. Und der Todesflug unter der Brücke, der kommt auch noch, oder? Der Todesflug mit der DJI R2 S unter der Brücke da am Broaden Damm, ja. Der kommt danach dann irgendwann. Da fieber ich drauf. Eher ein kürzeres Video, aber das wird ein eher spannendes Video. Ja, allerdings. Und bei dir? Ja, bei mir kommt am Samstag kommt unser Ausflug zum Kotti. Wir haben ja Berliner Döner in Brooklyn probiert. Und, ah ja, genau, da war ich auch dabei. Die Frage ist, top oder flop, aber seht selbst in dem Video. Genau, da sprechen wir heute jetzt noch nicht drüber. Ja. Und dann habe ich noch von dem, was du gestern gesendet hast, was hast du eigentlich gestern gesendet? Habe ich schon wieder vergessen. Leck mich am Arsch. Ach, der Drohnenflug im Hudson Valley. Ja, gestern. Guckt euch das an. Hier, Drohnenflug im Hudson Valley. Und zwar auf der Suche nach dem Indian Summer, beziehungsweise den haben wir gefunden. Wir waren erstmal hiken, schön in Cold Spring mit einer super Aussicht. Und auch da schon Drohne geflogen. Und dann sind wir noch zu Bannerman's Island gefahren. Und haben da mal richtig geile Drohnenaufnahmen gemacht. Also wirklich schöne, runder Flock. Genau, und da gibt es die Variante von mir, es wird so eine Art versuchter Fotowalk werden. Also mal sehen, was ich da zusammengebaut kriege. Bin ich schon drauf gespannt. Ja, ich auch. Denn ich habe gar keine Fotos gemacht, ich habe mich aufs Filmen konzentriert. Und jetzt geht es gleich nach Coney Island für mich, ne? Weil das sieht sich heute mal aus, das Wetter. Ah ja, ja, und ich habe heute auch noch was ganz Großes vor. Ich habe was im Internet gekauft. Ja, das da können, mir heute da können wir rein theoretisch drüber reden. Das können wir jetzt reden. Da können wir jetzt drüber reden, weil Holger hat sich ein neues Auto gekauft. Ja, ein schönes elektrisches natürlich. Und das fahre ich heute holen. Zu unserem 11. Jahrestag gibt es das. Die Familie weiß da noch nichts von, also pscht. Da wird der Holger auf jeden Fall eine Serie drüber machen. Und ich werde da auch mal ein Video drüber machen, wo wir damit einen kleinen Roadtrip machen. Und ich versuche mich dann mal an einem Carporn. Genau, wir machen ein bisschen Carporn und wir erklären Elektroautos. Und so Drohne, Autodrohne und so ein Gedöns. Also wie gesagt, eigentlich hatten wir es eben schon fast verabschiedet. Ja, jetzt müssen wir endlich mal Tschüss sagen. Das war's. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Abonniert seinen Instagram und seinen YouTube-Kanal. Abonniert meinen Instagram und meinen YouTube-Kanal. Und dann sind wir alle gute Freunde. Genau, denn Instagram ist immer voll aktuell. Kann ich euch nur empfehlen. Ja. Ja? Leute, macht's gut, haut rein und tschüss. So. Ja, hier war auch die Batterie schon am Blinken. Oh oh. Dann tun wir uns mal entkabeln. Entkabeln. Das war doch, überleg mal, jetzt haben wir nur mit zwei Themen haben wir das gefüllt. Und das war ja auch wirklich interessant, denke ich mal, ja. Für den einen oder anderen. Aber diese Biertour, die müssen wir auf jeden Fall mal machen. Das, ne? Auf jeden Fall, ja. Aber wie gesagt, Samstag, am besten ein schöner Samstagnachmittag. Ja, oder wenn ich schon mal freitags hier bin, dann hau ich noch um 3 Uhr ab. Ne? Ja, wenn wir dann anfangen direkt, dann passt das. Ja. Wenn wir in den Rooftop da wollen, dann müssen wir allerdings... ja, jetzt im Winter muss ich auf keinen Rooftop. Das können wir ruhig auf Frühjahr verschieben. Ja, aber die Tour macht natürlich... Die können wir natürlich auch im Winter machen, aber die Tour ist natürlich auch geil im Sommer, weil wir haben um die Brauerei ganz viele Sitzmöglichkeiten und so weiter und so fort. Jetzt kann ich das Ding hier mal ausmachen. Ne? Ich habe da übrigens das Shotgun drauf. Bin mal gespannt, wie der Ton damit geworden ist. Ich weiß es nicht. Guck mal. Ist das wie ein Alter, oder was war das? Was so geht. Eine Stadt, die niemals schläft. Wenn Holger und Frank unterwegs sind. In Blue Jeans und Chinos. Mit Coke, Pepsi und Oreos.